Neues Gebiet verfügbar. Und zwar können wir nun zum dichten Dschungel. In diesem Dschungel duftet es süß nach Pflanzen und Früchten. Ja gut, aber ganz ehrlich, bevor ich dahin gehe, möchte ich noch mal ganz kurz in die Lumina-Zone, denn da sollte es eine Veränderung geben. Man kann sogar das Level ändern. Cool. Ja, ich möchte noch ganz kurz noch mal hier in die Lumina-Zone vorbeischneiden. Todds Tipps. Zentriertes Motiv. 1. So. Es schläft. Oh, Evoli! Was macht Evoli hier? Was? Achso, ja, nur das Pokémon. Ja, ja, gut. Was macht Evoli da? Boing! Hey, Evoli! Oh, du bist wach. Evoli, wo bist du? Oh, Evoli! Ess es! Ess den Apfel, Evoli! Ignoriere mich nicht! Ess den verdammten Apfel, Evoli! Ess ihn! Und schmeiß ich damit ab! Abgefahren! Richtig schön mittig! Okay. Ja, ess den Apfel. Bitte, bitte. Ess den Apfel nicht. Evoli, ess ihn. Ess den Apfel! Komm schon! Mein Gott, er isst den Apfel einfach nicht. Hui. Evoli, bist du irgendwie AFK? Willst du zurückkommen? Yay! Evoli! Ist das ein besonderes Evoli oder normales? Weil da steht so ein Zeichen dran, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Och man, kannst den Apfel nicht essen, während du mich anschaust? Ja! Perfekt! Perfekt! Oh, wie cute! Geil. Du hast einen tollen Moment erwischt. Ja, ich weiß halt. Ich weiß halt, was ich tun muss. Oh, hallo. Na, wie geht's? Alles fresh bei dir? Wo ist Evoli eigentlich? Folgt uns das noch oder ist es weg? Oh, es rennt weg. Bye, Evoli. Das war's? Das ist die einzige Neuerung? Ein Evoli? Wie ist überhaupt ein Evoli hingekommen? Und warum sollte man lieber Level 1 nehmen statt Level 2? Ist doch viel cooler. So, ja, ich glaube, mehr gibt es hier nichts zu tun. Ja, dann warten wir, bis die Strecke vorbei ist. Müsste ja irgendwo hier vorne direkt sein. Ja, und dann gucken wir uns den neuen Dschungel an. Der wird sicherlich sehr spannend. Habe ich recht? Gani. Boing. Boing. Bam. 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 Bam, 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 bam. Yeah. Ich hab Langeweile, weil die Strecke so lange ist. Und deshalb hier einfach voll langweilig wird. Was ist was? Hier ist was? Hier ist was! Antike Ruinen! Das ist eine der antiken Ruinen. What? Okay. Interessant. Na komm, beenden wir's. Komm, beenden wir's. Schneller, Mann! Mensch, bist du lahmarschig? Komm, schneller! Pfff. Immer diese lahmen Pokémon. Der Verelax so schneller als du! Alles klar. Willkommen zurück! Ja, ich habe coole Entdeckungen gemacht. Die wollen wir uns nochmal anschauen. Oh, guck mal hier. 3-Sterne-Bild. Ein 3-Sterne-Bild. Ja, dann nehmen wir das doch direkt. Und ein Evoli? Oh, auch 3 Sterne. Hier aber auch. Ich will eigentlich lieber das hier nehmen als das hier. Einfach weil das so cute aussieht. Ja, es freut sich. Nehmen wir das. Ja. Lass mal sehen. Was sagen die Ergebnisse? Nice work.
Und da haben wir ein Evoli. A new discovery. Ja, nehmen wir das neue. Und hier sehen wir nun eine alte antike Ruine. Das ist eine Entdeckung. Ich habe das Gefühl, wir sind der Lösung dieses uralten Rätsels einen Schritt näher gekommen. Okay. Cool. Ja, ich krieg so niemals ein Level Up. Ob es überhaupt irgendwas gibt für ein Level Up, ich weiß es nicht. Aber, ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns den Dschungel an. Den wollen wir jetzt alle sehen, glaube ich. Müssen noch ein bisschen durch die Ladezeiten durch. Aber dann kommen wir dorthin. Exciting! Veganis Freund. Veganis sieht sich ständig um, wenn es hier ist. Ob es wohl auf der Suche nach einem seiner Freunde ist? Interessante Theorie. Keine Ahnung. Was ich aber jedoch weiß, ist, dass wir uns jetzt Bellus anschauen. Wir waren bei Florio und jetzt gucken wir uns Bellus an. Dich, der Dschungel. Da habe ich richtig Bock drauf. Let's go! Hot Tipps, Spaß mit Freunden. Hätte auch schon erhalten, dass Pokémon nur in der Anwesenheit von Freunden an den Tag legen. Cool. Mach ich. Boah, voll eng hier. Oh, kleine Bärchen. Kleine Bären. Frubel, glaube ich, heißen die. Ich hab's vergessen. Bist du ein Frubel? Ja, ein Frubel. Aha, der Dschungel ruft. Okay. Halt die Augen offen. Einige Pokémon verstecken sich gerne. Ja? Griffel! Griffel, 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 Griffel! Griffel gehört zu meinen Lieblings-Pokémon. Oh, Hallöchen da oben! Hey, ignoriert mich nicht! Blum! Wie die mich so voll gemein anschauen. Oh, Pepek! Hey, du da! Oh, hier ist was, hier ist was. Oh, ein Spinnennetz! Ob hier wohl ein Pokémon hinkommt? Oh mein Gott! Leta King, hey Bro! Was? Was ist direkt vor mir? Oh, hi! Na? Er ignoriert uns, alles klar. Gibt so viel zu tun! Ah, so viel! Als ob hier nichts ist. Als ob hier einfach nichts ist. Gar nichts. Doch, hier. Hier ist was. Eine neue Blume. Aha. Oh. Hi, was geht? Yo, Bro. Guck mich an. Ach, keine Ahnung. Mhm. Griffel, Griffel. Griffel! Ja, Griffel! Wie es aussieht. Man sieht es nicht. Nein. Das ist gerade den. Aber es freut sich. Hier, erst noch ein. Bong! Gegen den Ast. Das rennt weg. Warum rennt das weg? Was ist denn hinter mir? Oh, Morlott! Hey, Bro, 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 Bro! Isst du einen Apfel? Nein. Wow. Ah? Okay, was war das denn? Oh. Na, Mist. Oh, hi. Du bist das Geräusch. Da hinten das Medbo. Das kennen wir nicht mehr. Gucken wir uns lieber um. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo es lang geht. Hier ist noch was. Links. Ein paar Bären. Warte, wir gehen jetzt über den. Okay. Oh, Kleopatra. Das springt weg. Garbador! Korb! Korb, Korb! Rechts, 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 hier. Noch mehr alte Ruinen. Aha. Hier gibt's so viel. Ich meine, ja, es ist doppelt so lang. Hä? Wo gehen wir lang? Wir drehen uns irgendwie im Kreis. Ey! 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 Ey!
Ignoriere mich nicht! Hallo! Ich wünschte, das Foto wäre von mir! Tja, dann sei halt einfach mal ein besserer Fotograf, ne? Oh, dann machst du ganz kurz die Augen auf. Perfekt. Oh, ich dachte, ich hätte irgendein cooles Buch entdeckt. Das Morlord. Das sind mehrere Morlords. Hi, hi. Jo, was geht? Geiler Blick. Oh, wie cool. Oh, wie cool ist das denn? Hey! Warte, ist nicht hier das hier der Ort mit Bisaflor und Memmion aus dem Trailer? Oh mein Gott. Das war er doch, oder? Oh, es ist gerade ins Wasser gesprungen. Oh, wie cool. Ist hier oben irgendein Pokémon? Nö. Ja, das, was Vivillon in der ersten Region ist, ist hier Papinella. Oh, hi. Na, willst du essen? Hast du Hunger? Hier, ess ruhig. Nampf, Nampf. Yummy, oder? Nampf, Nampf. Komm, ess dann da bitte. Ich muss dich fotografieren, wie du dich freust über das Essen. Perfekt. Hier ist das Ende, oder? Ich glaube, hier ist das Ende. Oder, ja, das ist das Ende, aber hier ist noch eine Höhle. Was ist denn das hier? Ist hier irgendwas? Ein Pokémon? Vielleicht im zweiten Abteil. Jetzt jedoch nicht. Oh Gott, das war richtig cool. Puh. Wow. Das war einfach nur nice. Du scheinst ja viele Entdeckungen gemacht zu haben. Zeigst du mir die Fotos? Klar mache ich das. Warum sollte ich es nicht? Fruberl. Das hier. Griffel. Hätte ich gerne viel mehr Fotos von machen wollen, aber ging nicht. Moment. Hier gab es auch noch ein paar. Das hier ist süß. Pepek. 3 Sterne hatte ich. Hier auch. Hä? Ha, das soll ein 3-Sterne-Bild gewesen sein? Okay. Ja, Leta hat nichts gemacht. Binella. Hi. Garp, Garp. Morlord. Komm schon, hier muss ich ein 3-Sterne. Ja, 4 Sterne. Alter. Als ob das hier kein 4-Sterne-Bild war. Das ist süß. Das hier ist süß. Ah, okay, das hatten wir schon. Ruine. Alles klar. Puh, echt geil. Einfach nur geil. Dann wollen wir noch mal sehen, was du so hast. Das ist ein schönes Fruberl-Bild. Ja, 2 Sterne. Griefel. A new discovery. Ein Pepek. Was neben einem Morlord am Baumbord. Ein Leta-King, was hier einen Kopf kratzt und uns nicht beobachtet. Beachtet, besser gesagt. Papinella ganz nah ran. Aha. Das macht einen ruhigen und entspannten Eindruck auf mich. Nicht schlecht. Foto kann man sich sehen lassen. Cool. Positionierung ist cool. Nice. Ja, hier will ich das. Oh, welches Bild will ich? Ah, welches Bild will ich? Wir sind beide so lustig. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das hier ist halt lustig wegen dem Blick, aber das ist besser, insgesamt ein besseres Bild, muss man zugeben. Oh ja, das Bild ist echt toll. Eins meiner besten Bilder, die ich habe. Es war mir so klar, dass ich ein Foto machen muss, während er springt. Komm, das Bild ist aber auch voll toll. Ja, hier die Ruinen. Vielleicht kommen wir mal irgendwann zu einem Ort, die wie die Ruine aussieht. Ich weiß nicht. Wäre cool. Maybe. Und Level 2, please. Komm schon. Komm schon, ich habe so gut gemacht. Ah, dann werde ich es wahrscheinlich aufs Genau mal machen. Wenn ich Level 2 bin. Lentilforschung. Samtapfel als Stempel. Typ Normal als Stempel. Oh ja, vielleicht hätte ich es vergessen. Wenn du möchtest, dass ich
kann ich deine schönsten Fotos ins Internet hochladen, damit alle sie bewundern können. Fotos, die ich hochlade, werden als meine Favoriten markiert und deinem Online-Profil angezeigt. In den Optionen kannst du den automatischen Foto-Upload ein- oder ausschalten. Ja, kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen, Professor. Welches Bild war denn hier das Beste? Eigentlich ja das Morlot-Bild, ne? Oder halt... Also entweder das Bild hier... Oder das hier. Ich glitsch so ein bisschen in den Stein rum, aber es ist trotzdem voll cool. Ja. Die beiden sind die besten Bilder. Perfekt. Gibt's noch irgendwas zu tun? Na, sex ein bisschen. Aber macht nichts. Nice. Okay. Zu Tisch bei Kramox. Selbst sehr vorsichtige Pokémon können einem Samtapfel nicht widerstehen, wenn sie an einem Ort sind, an dem sie sich sicher fühlen. Mag vielleicht sein. Lass mal ganz kurz online gucken, ob wir hier jetzt ein Bild von ihm haben. Nö. Der hat nichts hochgeladen. Okay. Wollte ich nur mal nachschauen. Alles klar, dann gehen wir weiter, Kunden. Ah, die gleiche Map nochmal. Ich weiß nicht, ist bestimmt langweilig, wäre ich so sein. Ich werde es rausschneiden und wir sehen uns wieder, wenn ich Level 2 erreicht habe. Oh, da schneide ich noch rein. Ich habe was Neues entdeckt. Hier oben. Hier oben ist was. Ich treff's nicht. Nein. Doch jetzt. Ah, ein Peppeck ist hier nur. Ah, cool. Alles klar. Schon nice. So, ich würde euch jetzt noch gerne zeigen, was ich hier für Bilder geschossen habe. An Griffel bin ich sehr nah rangekommen. Aber ich habe vergessen, den A-Knopf zu bestätigen. Und dann habe ich stattdessen B gedrückt. Und dann ist dieses schöne, nette Gesicht, was ich ganz nah an der Kamera fotografieren hätte können, so wie hier, ja, ist dann abgehauen, weil ich es geärgert habe. Ja, das ist ein bisschen blöd gewesen. Jetzt kann ich mich entscheiden zwischen den beiden, aber da das hier besser gewertet wird, nehme ich halt das hier. Ja, hier habe ich einfach ein Stern 1 Bild genommen. Papinella habe ich Stern 2 geschafft. Hier kann ich mich entscheiden, welches ich lieber haben möchte. Sind beide eigentlich ziemlich ähnlich. Aber das hier scheint... Das hier ist der... Vier Goldsterne, aber das hier ist vier Silbersterne. Aber das hier bringt mehr Punkte. Das ist schon ziemlich seltsam hier. Ich denke, ich nehme mal das Bild. Hier, das habe ich euch vorhin gezeigt. Ich nehme lieber das hier, weil das finde ich irgendwie... Ja, da sind anderes Pokémon dabei, aber das finde ich irgendwie schöner, um ehrlich zu sein. Ja, hier ist es offensichtlich, dass ich das... Hä, warum bringt das mehr Punkte? Ich finde das hier schöner. Ich nehme das. Kapador, war lustig. Aber ich nehme das, oder? Na, hm? Ich weiß nicht. Das ist halt Kapador, ist halt lustig. Na komm, nehmen wir das. Komm schon. Okay. So, jetzt sollte ich hoffentlich genug Level bekommen. Damit ich ein neues Gebiet, neuen Abschnitt meine ich, freischalte. Komm schon, please. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir sehen uns nach einer neuen Runde gleich wieder. So. Jetzt sollte es aber klappen. Ich habe es geschafft, Griffel von Namen zu bekommen. Leider ist es trotzdem nur 2 Sterne. Aber das ist auf jeden Fall ein viel besseres Bild von ihm. Ja, hier ein paar Peppeks. Hier ein paar Papinellas. Und tatsächlich habe ich mal versucht, Carpadon Apfel zu geben. Er ist tatsächlich auch manchmal hingeschwommen. Ich habe ganz viele hingeschmissen. Und ja, manchmal ist er hingeschwommen und hat den gegessen. 3 Sterne. Cool. Ja, das ist aus irgendeinem Grund ist das hier nur ein 1-Sterne-Bild, obwohl es das exakt gleiche Bild ist wie das andere 4-Sterne-Bild. Verstehe ich nicht, aber okay. Ja, und das war's so ziemlich. Und wenn das jetzt nicht reicht, fresse ich einen Besen. Komm, wir wollen jetzt die Nacht sehen.
Yes! Sogar mehr Punkte als letztes Mal bekommen. Warum auch immer. Nice. Ich beginn's. Neuigkeiten für mich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Okay, irgendwas Neues? Das beste Bild hier ist natürlich das Griffelbild. Das hier. Das ist toll. Ja. Und natürlich Korb. Korb, Korb. Schon lustig? Schon funny? So, was will uns denn erzählen? Todd's Tipps. Kein Pokémon, keine Punkte. Was? Hätte ich ja niemals gedacht. Ihr scheint euch auf der neuen Insel schon gut zurechtzufinden. Dann ist es wohl an der Zeit, euch eine neue Aufgabe zu geben. Ah, was sollen wir diesmal tun? Ich möchte, dass ihr den Dschungel bei Nacht besucht und eine der leuchtenden Kristallblumen fotografiert. Was ist eine Kristallblume? Das ist eine Blume, die leuchtet. Wow. Sind dir hier schon mal seltsame Blumen aufgefallen? Ja, die waren rot. Das könnten sie gewesen sein. Wenn sie nachts leuchten, bezeichnen wir sie als illuminiert. Und nicht zu verwechseln mit Illuminaten. Müssen wir irgendwas Besonderes machen, wenn wir eine finden? Nein, es genügt, wenn ihr sie fotografiert. Eure Forschungskamera wird sie dann analysieren. Also dann, bitte begebt euch nachts im Dschungel auf eine Erkundung. Natürlich werden wir das machen, ist ja voll langweilig mittlerweile am Tag. Hier in der Gegend habe ich ein Weinen gehört. Was? Ein Weinen? Okay. Machen wir endlich dieses Level in der Nacht. Ist mir egal, wie lang die Folge ist. Ich weiß nämlich gerade wirklich nicht. Machen jetzt noch einen Durchgang durch die Nacht. Ein dunkler Dschungel. Ob das so sicher ist? Gesicht nicht verdecken. Ja, schon klar. Na los. Vielleicht ist Leta King wach. Das könnte sehr gut sein. Darum muss ich gleich aufpassen, dass Leta King wach ist. Lass mich losziehen. Und los geht's. Ganz schön dunkel hier. Es wird nicht leicht sein, Pokémon zu entdecken. Meinst du? Oh, Hallöchen. Hey. Boom. Mhm. Willst du den Apfel nicht essen? Nein? Okay, dann nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Leute, Snarbok? Was? Arbok am Schlafen. Wie cool ist das denn bitte? Hier ist was, hier ist was, hier ist was. Saftkorn. Man sieht's nicht. Doch, ein bisschen. Oh nein, ich verpasse gerade einiges, oder? Ich bin ein bisschen überfordert. Leta King. Als ob es jetzt weg ist. Da war ein Saftkorn. Ich hab's verpasst. Hier sind noch mehr. Was? Okay, das ist ein gutes Bild immerhin. Kann ich ihn schneller umdrehen? Oh, das sieht voll schön aus im Dunkeln. Ach ja, das. Ess den Apfel. Siehst du mich nicht? Hey! Sieht er mich nicht? Er sieht mich nicht. Haut ab. Kristallblume. Aha. Hey, komm mal raus da. Er kommt nicht mal raus, glaube ich. Oh, Ledian! Das ist einfach ein Ledian! Das sind ganz viele. Bubangis! Oh, Ariados! Ganz viele von euch! Ess den Apfel! Yes! Ess ihn! Nein, ich sehe den Blick nicht mehr! Doch! Oh mein Gott, wie cool! Hi, na, wie es geht. Hier hat jemand geweint? Wer soll hier geweint haben? Seltsam. Hier ist doch gar nichts. War hier nicht dieser Baum? Ist das ein besonderer Baum?
Dem Loch? War das nicht hier? Wo war denn das? Okay, wir sind schon zu weit. Das war hier, das war hier. Da ist nichts mehr drin. Ne. Gar nichts. Bunkus. Wow, das Foto war voll gut. Schnauze war es nicht. Warte, warte, warte. Carpador. Du bist riesig, mein Freund. Hey. Nom, nom, nom. Kann ich es auch damit treffen? Was passiert, wenn ich ihn damit treffe? Komm schon. Komm schon. Ich krieg's nicht hin. Schade. Schön. Hier vielleicht was? Hier hätte ich doch irgendwie so ein Pokémon versteckt. Remoraid oder so, die hätte ich versteckt. Hier ist aber wirklich nichts. Hallo. Bye bye. Oh Leute, warum sieht das Wasser so giftgrün aus? Hier sind mehrere Carpador. Hey. Bong. Wow. Wow. Die Carpador sind einfach in die Luft gesprungen. Das ist ein Jan Mega. Ey. Hey, warum leuchtet der so? Warum leuchtest du? Seht ihr das auch? Der leuchtet. Warum leuchtet der bloß? Schläfst du? Nee. Ich treffe ihn nicht. Er hat sich einen Apfel geschnappt. Mist. Was? Oh Lord. Hey. Hey, Buddy. Bist du am Schlafen? Cool. So, jetzt können wir doch gleich bestimmt durch die Passage dadurch, oder? Komm doch jetzt bestimmt hier nach links. Können wir nichts erzählen. Komm schon, lass mich hier durch. Hallöchen, meine kleinen Bubungus. Bong. Alter, ist hingefallen. Der Arme schläft wohl. Als ob ich da nicht durch kann. Da kann ich immer noch nicht durch. Da kann ich... Wow, das ist ein bisschen enttäuschend, um ehrlich zu sein. Dann halt nicht, ne? Das war aber ziemlich cool. Wie die Carpados hochgesprungen sind, wie bei Carpador Jump. Boing. Ja, die Megas konnte ich jetzt nicht so gut fotografieren, aber der Rest war ziemlich nice. Cool. Dann wollen wir doch die besten Bilder auswählen. Du zum Beispiel. Hier haben wir zumindest ein 2-Sterne-Bild, weil der Carpador auf dem Bild ist. Arbok. Das Bild mit Arbok finde ich sehr, sehr schön. Aha. Das ist doch voll cool. Oh, richtig gute Morlord-Bilder. Wow. Ah. Cool. Ledian. Ganz viele Bubungus. 3 Sterne. Korp. Habe ich 4 Sterne irgendwo? Nein, schade. Wie cool. Ich habe nur 3 Sterne-Bilder. Muss ich eins wegmachen, leider dafür. Ist dann so. Das ist ein schönes Bild, das möchte ich behalten. Das hat nicht mehr gezählt? Wow. Na egal. Die Bilder, die wir haben, sind trotzdem toll geworden. So. Was haben wir noch? Ja, mega. Neu. Schon ganz prächtig. Und das ganz mächtig. Das ist eines meiner Lieblingsbilder bisher. Dieses Arbok. Ich finde das voll cool. Ja, Safcon habe ich ein bisschen verkackt, aber man kann es erkennen, wenn man genau hinschaut. Von daher, so schlecht war es jetzt auch wieder nicht, oder? Oder? Komm, ach ja, das gibt mir den Goldstern dafür. Komm schon, der ist Gold wert. Ja! Morlord eigentlich auch. Ja, Silber, okay.
Das ist wahrscheinlich Silber, weil es mich nicht anguckt. Ja. Das wird Gold sein. Nein, Silber. Okay. Ja, ich nehme das Neue. Jum, Kristallblume möchte gerne das Neue benutzen. Das Neue besser finde. Ah, das ist sogar Neues. Okay. Cool. Komm schon, Level 2. Level 2. Ich muss es nochmal machen. Okay. Mache ich das wahrscheinlich offscreen. Wir erhalten Kamerafan. Typ Käferstempel. Rote Kristallblume profibelt. Dieses Foto ist fantastisch. Ich lade es gleich hoch, damit alle es sehen können. Seht ihr, wie geil er das findet? Okay, der Upload ist fertig. Vergiss nicht, dass du auch deine Lieblingsfotos hochladen kannst. Wie beginnt's? Da nun die Daten zu dieser Kristallblume vorliegen, habe ich etwas zu berichten. Du darfst gespannt sein. Okay. Interessant. Was wird er uns wohl berichten? Erstmal meine Lieblingsbilder abspeichern. Unter anderem das hier. Oder auch das hier. Das ist sehr, sehr toll. Wie sich da freut. Oder auch dich. Ja. Zum Basiscamp. Was möchte uns er denn berichten? Oder kann ich hier schon die Folge beenden? Und das wird erst angezeigt, wenn ich was auswähle. Wäre cooler. Wäre besser für mich. Kann ich besser die Sachen cutten? Lul. Ne, es kommt noch was. Gut gemacht, ich konnte dank eurer Fotos genügend Daten sammeln. Außerdem möchte ich euch noch etwas zeigen. Oh, das ist doch diese komische Kugel, die du entwickelt hast. Sie kann Pokémon und Kristallblumen zum Leuchten bringen, stimmt's? Genau, das ist eine Lumina-Kugel. Aber diese blaue Lumina-Kugel funktioniert leider nur hier auf Florio. Was? Wieso das denn? Ich vermute, dass sich die Energie je nach Insel leicht unterscheidet. So, jetzt möchte ich euch aber erstmal zeigen, welche neuen Erkenntnisse ich mithilfe eurer Daten gewinnen konnte. Schaut euch das mal an! So! Abgefahren! Wow, wie schön! Oh, das ist also dieses besondere Leuchten, das nur in der Lente-Region auftritt? Wie heißt es noch gleich? Lumina-Phänomen? Interessant, dass es sowohl bei Pokémon als auch bei Pflanzen auftritt. Mit diesen Kugeln kann man dafür sorgen, dass Pokémon und Kristallblumen vorübergehend illuminiert werden. Wenn das passiert, solltet ihr genau auf Veränderungen des Pokémon und der Umgebung achten. Können wir bitte auch die vor Florio haben? Natürlich! Wir sollten nochmal in den Naturpark zurückkehren, um diese auszuprobieren. No, ehrlich jetzt? Euer Ernst? Wir haben blaue Lumina-Kugel als Stempel bekommen und gelbe und blaue. Lol. Ja, dann würde ich sagen, das war's fürs erste Mal. Hm, Kugelei macht dich immer aus dem Staub, wenn es mich sieht. Wie kann ich mich mit ihm anfreunden? Gute Frage.